Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Francis Schönwall. Ich habe die angenehme Aufgabe, den heutigen Abend zu moderieren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Ringvorlesung Demokratie, Demagogie und Populismus in der Antike und heute. Sie wird heute gehalten von Professor Dr. Andreas Viktor Walser. Er ist an der hiesigen Universität Assistenzprofessor mit Tenure Track für Geschichte der alten Kulturen vom östlichen Mittelmeer bis zum Mittleren Osten am historischen Seminar. Herr Walser forscht zur griechischen Geschichte allgemein, Geschichte des hellenistischen Welt, vor allem auch Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und griechische Rechtsgeschichte sowie Epigraphik. Und natürlich auch die Rezeption der Antike in der Moderne gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten. Herr Walser wird uns einen Vortrag halten mit dem Titel Populismus in der griechischen Demokratie. Bitte ergreifen Sie das Wort. Ja, vielen Dank für die Einführung. Verstehen Sie mich? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, dass wir noch etwas mit technischen Schwierigkeiten kämpfen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bedauere natürlich, dass jetzt einige von Ihnen am Boden sitzen müssen. Es gibt aber noch ganz vorne einige Plätze. Ich muss zunächst zu etwas Unerfreulichem kommen oder hoffentlich sehr Erfreulichem für Sie, das ist die Ankündigung der Vorlesungsprüfung. Diese wird am 26. Mai stattfinden in diesem Hörsaal hier zur normalen Zeit. Also für die Studierenden, die sich eingeschrieben haben und die für die Veranstaltung Punkte erwerben möchten, findet zu diesem Zeitpunkt die Prüfung statt. Damit komme ich zum Thema des heutigen Abends. Über Populismus zu sprechen scheint heutzutage furchtbar einfach zu sein. Wenn ich Sie nach dem Namen eines Populisten oder einer Populistin frage, dann werden Ihnen alle gleich eine ganze Reihe von Namen einfallen. Ich brauche die Namen kaum zu nennen, Boris Johnson in Großbritannien, Marine Le Pen in Frankreich, Matteo Salvini in Italien, Björn Höcke in Deutschland, Heinz-Christian Strache in Österreich, Viktor Orban in Ungarn, Recep Erdogan in der Türkei, Hugo Chavez in Venezuela und natürlich, an den wir alle zuerst denken, natürlich Donald Trump. Auch populistische Bewegungen würden Ihnen schnell einfallen, von der AfD in Deutschland, den Front National in Frankreich, über Podemos in Spanien bis Syriza in Griechenland. Vermutlich fallen Ihnen auch einige Schweizer Politiker ein, die Sie vielleicht als Populisten oder Populistinnen bezeichnen würden. Ich denke, vor allem einer wird Ihnen einfallen. Immerhin bezeichnete die ehrwürdige BBC die Schweiz geradezu als die Wiege des Populismus, immerhin mit einem Fragezeichen versehen in dieser Dokumentation. Es ist kaum zu bestreiten, dass populistische Bewegungen und populistische Politikerinnen und Politiker heute das politische Tagesgeschehen prägen. Und wer daran zweifeln wollte, dem ist ein Blick in die Medien zu empfehlen. Anscheinend fällt es uns leicht, Populisten als solche zu erkennen. Wir erkennen Populisten, wenn wir sie sehen. Aber woran erkennen wir sie eigentlich? Ist es ein bestimmtes Erscheinungsbild? Vielleicht die fehlende Krawatte oder die zu lange Krawatte, das buchstäblich hemdsärmelige Auftreten? Ist es eine bestimmte Art des Sprechens, rednerisch gewandt oder auch ganz unbeholfen? Oder geht es vielleicht doch eher um politische Inhalte, bestimmte politische Zielsetzungen? Ist vielleicht Fremdenfeindlichkeit ein hinreichendes Kriterium für Populismus? Ist jeder Populist fremdenfeindlich und ist jede, die Fremde ablehnt, eine Populistin? Oder ist ein Populist einfach nur jemand, der auf das Volk hört und das Volk versteht?
Was wollen wir eigentlich sagen, wenn wir jemanden als Populisten, als Populistin bezeichnen? Populist ist zum Schimpfwort geworden, titelte die NZZ schon vor einigen Jahren, offenbar nicht ohne ein gewisses Bedauern. In der Tat werden vor allem Strömungen am Rande des politischen Spektrums als populistisch bezeichnet und ganz offensichtlich in abwertender Absicht. Es gibt aber auch Politikerinnen und Politiker, die sich ganz bewusst zum Populismus bekennen. Sie sehen Alexander Gauland hier im Bild. Und zwar sowohl ganz links wie auch ganz rechts im politischen Spektrum. Und die Politiker, die nicht für weniger, sondern für mehr Populismus plädieren. Angesichts dieser etwas schillernden Verwendung dieses Begriffs des Populisten, der Bezeichnung des Populisten, könnte es als ratsam erscheinen, auf diesen Kampfbegriff in der wissenschaftlichen Analyse ganz zu verzichten und stattdessen nach einem vielleicht weniger vorbelasteten Terminus zu suchen. Doch auch dann bliebe die Aufgabe, das politische Phänomen, das wir bei aller Unsicherheit eben doch eindeutig als etwas Besonderes wahrnehmen, genauer zu definieren. Besonders die politologische Forschung hat in den letzten Jahren mehrere Versuche unternommen, das Phänomen Populismus theoretisch zu erfassen. Das Ergebnis ist, wie Sie sich vielleicht denken können, nicht eine Theorie des Populismus, sondern eine größere Zahl unterschiedlicher Definitionsvorschläge. Ich kann und will an dieser Stelle selbstverständlich keinen Überblick über Populismustheorien geben oder Ihnen einen bestimmten Ansatz im Einzelnen vorstellen. Sie werden im Verlauf des Semesters sicherlich noch mit unterschiedlichen Definitionen konfrontiert werden. Jan-Werner Müller, der mit seinem Buch »Was ist Populismus?« den vielleicht bekanntesten jüngeren Beitrag zur Theoriediskussion geliefert hat, wird im Mai hier an dieser Stelle sprechen. Bei allen Unterschieden im Einzelnen, und ich zeige Ihnen hier in einer willkürlichen Auswahl zwei Definitionen, besteht doch vielerorts Einigkeit darüber, dass der Populismus als politische Grundkonzeption auf einigen zentralen Vorstellungen beruht. Grundlegend ist die Forderung, dass das Volk, eben der Populus, im Zentrum steht und dass ihm die gesamte politische Macht zukommen soll. Die Forderung nach einer Herrschaft des Volkes zeichnet für sich genommen natürlich noch nicht den Populismus aus, sondern stellt vielmehr den Grundgedanken jeder demokratischen Ordnung dar. Das Spezifische am Populismus ist, wie das Volk als politische Größe verstanden wird. Nach der Logik des Populismus steht das Volk einer herrschenden Elite entgegen, zu dem es in Antagonismus steht. Die Elite verfolgt Interessen, die nur ihre eigenen und nicht diejenigen des Volkes sind. Der Populismus richtet sich nun eben gegen diese Elite und will das Volk unmittelbar und unvermittelt an die Macht bringen. Wer genau diese Elite eigentlich ist, bleibt dabei zumeist vage. Es sind die da in Bern, die in Washington, die Klasspolitik, aber auch die Intellektuellen, die Gelehrten oder auch die 1%, die nach Auffassung der Populisten alle Macht an sich gerissen und dafür gesorgt haben, dass die Demokratie nur eine leere Floskel geblieben ist. Das Ziel ist es deshalb, diese Elite zu entmachten und dafür das Volk wieder an die Macht zu bringen. Sowohl die Elite wie auch das Volk stehen sich als antagonistische, in sich geschlossene Größen gegenüber. Was die Elite will, deckt sich nicht mit dem Willen des Volkes. Sie sehen hier einige Zitate von einem Populisten, der es geschafft hat, all das auch zu erreichen, der dieses Programm bereits umgesetzt hat und dem Volk die Macht zurückgegeben hat, nach eigener Auffassung. Die
Grundkonzeption des Populismus, so wie ich sie eben darzustellen versucht habe, rückt zwei Fragen ins Zentrum. Die eine ist die, wer denn eigentlich zum Volk gehört? Als einheitliche Größe mit einem einzigen Willen kann das Volk nur dann erscheinen, wenn diejenigen, die andere Auffassungen vertreten, eben gar nicht dazugehören. Wer eine andere Meinung vertritt als die Populisten, der gehört eben schlicht nicht zum Volk. Die Parole »Wir sind das Volk« meint deshalb sehr häufig »Nur wir sind das Volk« und eben nicht die Bevölkerung als Ganzes, die Ausländer, die Volksverräter, die da oben. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie denn der Wille des Volkes eigentlich erkannt und artikuliert wird. Es gehört zur autoritären Logik des Populismus, wie es Philipp Sarrazin formuliert hat, dass es oft ein Einzelner ist, der sich als Führer an die Spitze des Volkes stellt und sich ohne jede Rücksicht auf Eigeninteressen, so in der Selbststilisierung, in den Dienst seines Volkes stellt. Er setzt alles daran, den Willen des Volkes zur Geltung zu bringen, einen Willen, den er allein genau zu kennen meint. Die Eliten sollen entmachtet werden, und zwar wenn nötig auch gegen die Regeln, ja selbst mit Täuschung, Lüge und Betrug. Ausgehend von einer solchen Konzeption des Populismus sehen moderne Theoretiker im Populismus häufig ein spezifisches Phänomen der repräsentativen Demokratie heutiger Prägung, in der die Bürgerinnen und Bürger in erster Linie durch Wahlen Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben können. Diese gewählten Parlamentarier bilden dann die Elite, gegen die sich der Zorn der Populisten wenden kann. In einer direkten Demokratie, in der das Volk alle politischen Fragen direkt selbst entscheidet, kann es nach dieser Auffassung keinen Populismus geben. Diese Auffassung wollen wir in unserer Ringvorlesung bis zu einem gewissen Grad auf den Prüfstand stellen und danach fragen, ob es auch schon in der Antike Formen populistischer Politik gegeben hat. Dabei geht es natürlich nicht darum, einfach nur das Gegenteil zu behaupten, sondern vielmehr um die Frage, ob wir durch die Anwendung des Konzepts des Populismus in der Analyse der antiken Verhältnisse neue Erkenntnisse gewinnen können und zugleich auch zu fragen, ob wir daraus auch Einsichten gewinnen können, die helfen, den Populismus der Gegenwart besser zu verstehen. Ich möchte diesen Fragen nach dieser längeren Einleitung im Kontext der griechischen Demokratie nachgehen. Bekanntlich ist die Demokratia als politisches System im antiken Griechenland entstanden und es liegt deshalb nahe, nach Populismus in dieser ursprünglichsten Form der Demokratie zu fragen. Um Ihnen auch einen ganz knappen Überblick über die Entstehung der Demokratie geben zu können, werde ich bei den Anfängen der demokratischen Entwicklung in Athen im späten 6. Jahrhundert beginnen, um dann in einem zweiten Schritt ausführlicher auf die Verhältnisse in der sogenannten radikalen Demokratie, insbesondere im späten 5. Jahrhundert, eingehen. Ich konzentriere mich heute ganz auf Athen klassischer Zeit. Athen gilt als die Geburtsstätte der Demokratie. Auch wenn in anderen Stadtstaaten Griechenlands ähnliche Entwicklungen stattgefunden haben, so sind wir doch über die Verhältnisse in Athen aufgrund der Quellenlage bei weitem am besten informiert. Zudem hatte Athen als größter Stadtstaat der klassischen Zeit eine gewaltige Ausstrahlung auf die übrigen Teile der griechischen Welt und hatte in vielerlei Hinsicht eine Vorbildfunktion. In archaischer Zeit, also in der Zeit vom 8. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus, war das politische Leben auch in Athen noch stark aristokratisch geprägt. Das politische Leben in der erst im Entstehen begriffenen Polis war geprägt von rivalisierenden aristokratischen Familien, die mit kleineren Gruppen von Anhängern um Einfluss und Ressourcen kämpften.
Im Einzelnen fassbar ist dies für uns jedenfalls in der Frühzeit nicht. Im späten 7. Jahrhundert erfolgte eine erste Kodifikation und Verschriftlichung von Gesetzen, die die Athener später mit einem sonst unbekannten Politiker namens Drakon in Verbindung brachten. Eine schwere soziale Krise führte im Jahr 594 zur Gesetzesreform Solons, die neben einer neuen Gesetzesordnung zum ersten Mal eine rudimentäre Verfassungsstruktur schuf mit Ratsorganen und Geschworenengerichten. Solons Reformen schwächten zwar die Adelsstrukturen, doch blieben die größten Teile der Bevölkerung von der politischen Partizipation nach wie vor ausgeschlossen. Bestimmend blieben nach wie vor die Rivalitäten zwischen aristokratischen Familien. In diesen Kämpfen gelang es Peisistratos im Jahr 561 eine Alleinherrschaft zu erringen. Mit einigen Unterbrüchen konnten Peisistratos und seine Söhne bis in das Jahr 510 diese als Tyrannis bezeichnete Alleinherrschaft aufrechterhalten. Zum Sturz der Tyrannis führte 510, anders als es sich die Athener später selbst glauben machen wollten, nicht ein Volksaufstand, sondern eine militärische Intervention der Spartaner, die von Aristokraten, die mit den Tyrannen verfeindet waren, zu Hilfe gerufen wurden. Die breite Bevölkerung stand den Tyrannen weitgehend indifferent gegenüber. Nach deren Sturz brachen die inneraristokratischen Kämpfe um die Vormacht in Athen danach sogleich wieder aus. Wie zuvor stützten sich die aristokratischen Familien dabei auf kleinere Gruppen von Anhängern. Diese Gruppen, die sogenannten Hetairien, bestanden aus Gefolgsleuten, die die Aristokraten wohl vor allem im lokalen Umfeld ihrer großen Landgüter in Attika, dem Umfeld der Stadt Athen, rekrutierten. Auch Truppen von außen wurden wieder zur Hilfe gerufen. Zu den zentralen Akteuren in diesen Kämpfen nach dem Fall der Tyrannis gehörte auch Kleisthenes. Er stammte aus einem bedeutenden Adelsgeschlecht und hatte auch mit den Tyrannen in gutem Einvernehmen gestanden. Er musste nun aber offenbar einsehen, dass er sich in den Rivalitäten mit den übrigen Aristokraten nur mit Hilfe der eigenen Gefolgsleute nicht durchsetzen konnte. Er vollzog nun eine entscheidende Wendung, indem er sich die Unterstützung des Volkes insgesamt, des Demos, zu sichern versuchte. Der Geschichtsschreiber Herodot formulierte später lakonisch: Als diese Männer Parteikämpfe um die Macht ausfochten und Kleisthenes unterlag, zog er das Volk auf seine Seite. Wörtlich schreibt Herodot: Er schloss den Demos seiner Hetairie an. Kleisthenes erkannte offenbar, dass dem Volk politisches Gewicht zukommen konnte, wenn es gelang, das Volk, und gemeint ist hier tatsächlich das einfache Volk, zu Gefolgsleuten zu machen. Tatsächlich hat er damit Erfolg. Das Volk vertrieb seinen Gegner zusammen mit dessen verbündeten spartanischen Truppen aus Athen, holte Kleisthenes, der zuvor hatte flüchten müssen, zurück und setzte ihn in politische Ämter ein. Kleisthenes war kein Populist, auch nicht avant la lettre. Er war aber der Erste, der erkannt hatte, dass das Volk als Ganzes in der Lage war, sich gegen eine Elite durchzusetzen, sofern es gelang, das Volk politisch zu mobilisieren. Kleisthenes galt nun als der Anführer des Volkes und realisierte im Jahre 507, 506 ein umfangreiches Reformprogramm. Diese Reformen des Kleisthenes schufen den institutionellen Rahmen, der eine dauernde politische Partizipation der Bürgerschaft erlaubte und auch praktisch ermöglichte. Im Kern dieser Reformen stand dann auch eine Neuorganisation der Bürgerschaft. Die Polis Athen bot
für den Einbezug der Bürgerschaft in die Politik grundsätzlich keine idealen Voraussetzungen. Das Staatsgebiet umfasste rund 2600 Quadratkilometer. Die Zahl der Vollbürger wird auf vielleicht 15.000 geschätzt. Manche der rund 100 ländlichen Gemeinden, die es im Territorium des Stadtstaates gab, die sogenannten Demen, in denen ein Großteil der Bewohner lebten, lagen gut 50 Kilometer vom eigentlichen Stadtzentrum entfernt. Diese lokalen Einheiten wurden nun aber von Kleisthenes politisch gestärkt und zur Elementareinheit der politischen Ordnung gemacht. Die Demen waren künftig für die Auswahl der Kandidaten für die politischen Institutionen auf der Ebene der Gesamtpolis zuständig. Die Einbindung in den politischen Prozess erfolgte über mehrere Stufen. Auf die Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen. Grundlegend ist aber, dass die gesamte Bürgerschaft Athens in 10 sogenannte Phylen eingeteilt wurde. Diese Phylen waren keine territorialen Größen, sondern Körperschaften. Die ihnen angehörenden Bürger stammten jeweils zu einem Drittel aus dem Stadtgebiet, zu einem Drittel aus dem Küstengebiet und zu einem Drittel aus dem Binnenland. Phylen hatte es schon vor den Reformen des Kleisthenes gegeben, doch hat es sich um gewachsene Einheiten gehandelt, die von einzelnen Adelsfamilien in clanartigen Strukturen dominiert wurden. Diese alten Sozialstrukturen und die darin angelegten Abhängigkeitsverhältnisse, auf denen die Macht der aristokratischen Familien beruht hatte, wurden durch die kleisthenischen Reformen grundlegend aufgebrochen. Die wichtigste Funktion der Phylen lag im politischen Prozess. Kleisthenes schuf den sogenannten Rat der 500, der die politischen Tagesgeschäfte führte. Jede Phyle stellte 50 Ratsherren, die in den einzelnen Demen nach einem bestimmten Schlüssel, der die unterschiedliche Größe des Demos berücksichtigte, jeweils für ein Jahr aus allen Bürgern gewählt wurden. Damit waren alle Teile Attikas proportional im Rat repräsentiert. Die 50 Ratsherren einer jeden Phyle amtierten während einem Zehntel des Jahres als geschäftsführender Ausschuss. Während dieser Zeit hatten sie dauernd im Ratsgebäude, dem Prytaneion, anwesend zu sein und die Geschäfte zu führen. Auch die Wahl der Oberbeamten, der Archonten und der militärischen Befehlshaber erfolgte auf Basis der Phylenordnung. So wurde ab dem Jahr 501 aus jeder Phyle jeweils ein Stratege, ein Feldherr gewählt. In späterer Zeit erfolgte auch die Bestellung der Richter für die Volksgerichte streng proportional nach den Phylen. Ob dies auch schon auf eine Reform des Kleisthenes zurückzuführen ist, ist unklar. Insgesamt scheint Kleisthenes die Staatsordnung, sieht man vom Rat ab, nicht grundlegend geändert zu haben. Nach wie vor existierte auch ein alter Adelsrat, der Areopag, in dem später die ehemaligen Oberbeamten der Polis Einsitz nahmen. Und diesem Rat oblag auch weiterhin die Blutgerichtsbarkeit und die Kontrolle der Amtsträger. Der Zugang zu den höheren politischen Funktionen blieb auch nach den Reformen des Kleisthenes zunächst den reichsten Bürgern der Polis vorbehalten. Die Bedeutung der kleisthenischen Reformen lag jedoch darin, dass sie zu einer ganz entschiedenen Intensivierung der politischen Partizipation der Gesamtbürgerschaft beitrugen. Die völlig artifizielle Einteilung der Bürger in Phylen sorgte für eine Durchmischung der Bürgerschaft und zwang sie zu einer intensiven politischen Interaktion, auch jenseits der gewachsenen Strukturen. Sie schuf die Möglichkeit, aber auch den Zwang, partikulare Interessen auf der Ebene der Gesamtpolis einzubringen und durchzusetzen. Wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, wie wichtig die Politik im Alltag des athenischen Bürgers wurde. Jedes Jahr amtierten 500 Athener über 30 Jahre als Ratsherren.
Da die Iterationen des Ratsherrenamtes grundsätzlich untersagt waren, hatten schon nach wenigen Jahren ein großer Prozentsatz der athenischen Bürger einmal als Ratsherr amtiert und war damit an der Beratung aller Staatsangelegenheiten beteiligt gewesen, hatte während rund einem Monat ständig im Ratsgebäude gesessen und hatte direkte politische Erfahrung gesammelt. Hinzu kamen die zahlreichen Amtsfunktionen, nicht nur auf der Polis-Ebene, sondern auch noch im lokalen Kontext. Die Neuorganisation des Bürgerkorps destabilisierte, wie gesagt, die gewachsenen Strukturen. Aristokraten, deren Macht und Einfluss nicht zuletzt auf ihrer herausragenden Präsenz in bestimmten Regionen beruht haben dürfte, wurde es erschwert, ihre Anhängerschaft direkt zu mobilisieren, weil diese nun direkt und mit den Bürgern aus ganz anderen Teilen Attikas zusammen in die Politik eingebunden waren. Von den kleisthenischen Reformen weitgehend unberührt blieb die Volksversammlung. Sie war das wichtigste Gremium innerhalb des politischen Systems und traf alle wichtigen Entscheidungen. Sie war eine Primärversammlung, an der alle erwachsenen Bürger grundsätzlich teilnehmen konnten. Ihre Geschäfte wurden vom Rat der 500 vorbereitet, sie konnte jedoch auch selbst initiativ werden. Entschieden wurde durch eine einfache Mehrheit. Aus praktischen Gründen war die Gesamtbürgerschaft in der Volksversammlung zweifellos weniger exakt repräsentiert als etwa im Rat, da die Stadtbewohner zweifellos ein Übergewicht bildeten. Eine neue Kompetenz, die die Volksversammlung wohl auch in den kleisthenischen Reformen erhielt, war der sogenannte Ostrakismos, das Scherbengericht. Damit hatte die Volksversammlung die Möglichkeit erhalten, einen beliebigen Bürger aus der Polis zu verbannen. Auf die Details zum Scherbengericht muss ich hier nicht eingehen. Klar ist aber, dass der Ostrakismus vielleicht geradezu symbolhaft die uneingeschränkte Souveränität des Volkes zum Ausdruck brachte. Die Athener selbst sahen in den Reformen des Kleisthenes später mit gutem Recht den Beginn der Demokratie. Und auch wenn Kleisthenes, wie gesagt, kein Populist war, so muss das Ergebnis doch in vielerlei Hinsicht wie der Traum eines Populisten erscheinen. Die Reformen ermöglichten eine radikale Verschiebung der Macht von einer kleinen Elite auf die Bürgerschaft als Ganzes, die entweder ganz direkt in der Volksversammlung oder dann so direkt wie praktisch realisierbar im Rat der 500 an der politischen Entscheidungsmacht teilhaben konnte. Bald nach den kleisthenischen Reformen hatte der neu konstituierte athenische Stadtstaat eine harte Bewährungsprobe zu überstehen, als die persischen Könige zwischen 490 und 479 in mehreren Anläufen versuchten, Griechenland ihrem Weltreich einzugliedern. Zum Sieg der Griechen in den Perserkriegen leistete Athen einen entscheidenden Beitrag. Insbesondere die athenische Flotte, deren Mannschaften von den ärmeren Schichten der athenischen Bevölkerung gestellt wurden, errang bei Salamis einen entscheidenden Sieg. Der Sieg gegen die Perser wurde somit auch zu einem Sieg der neuen demokratischen Ordnung. Die auf den Sieg folgenden 50 Jahre bedeuteten für Athen eine Blütezeit, in der die Polis zu einer Großmacht im Ägäisraum aufstieg. Zugleich wurde die demokratische Ordnung schrittweise weiter ausgebaut und zunehmend radikalisiert. Die Aristokraten verloren nach und nach die noch verbliebenen Privilegien. Ab etwa der Mitte des 5. Jahrhunderts wurden die politischen Amtsfunktionen bis zu den höchsten Staatsämtern mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr durch die Wahl, sondern in einem Losverfahren besetzt. Diesem lag offensichtlich die demokratische Überzeugung zugrunde, dass jeder athenische Bürger, unabhängig von Herkunft und Vermögen, gleichermaßen zur politischen Tätigkeit qualifiziert war. Die athenischen Bürger sollten, wie es Aristoteles später formulierte,
abwechslungsweise herrschen und beherrscht werden. Auch praktisch ermöglicht wurde dies durch die Einführung von Gehaltszahlungen für die politische Tätigkeit. Zunächst für die Tätigkeit als Richter, später auch für die Mitgliedschaft im Rat und die Amtstätigkeit, schließlich sogar für den Besuch der Volksversammlung. Wir haben ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Populismus festgehalten, dass dadurch, dass die Souveränität des Volkes ins Zentrum gestellt wird, auch die Frage, wer genau zum Volk gehört, an Bedeutung gewinnt und damit häufig Versuche eingehen, die Zugehörigkeit zum Volk ein- oder abzugrenzen. Und eben dies beobachten wir auch in Athen. 451/50 wurde ein Gesetz beschlossen, wonach das athenische Bürgerrecht nur jenen Kindern zukommen sollte, deren Eltern beide Athener waren, also sowohl einen athenischen Bürger als Vater wie auch eine Bürgerin als Mutter hatten. Die athenische Bürgerschaft wurde dadurch strikt abgeschlossen, indem Ehen zwischen Athenern und Fremden faktisch die Grundlage entzogen wurden. Zwischen Bürgern und Nichtbürgern wurde eine schier unüberwindbare Schranke aufgebaut. Nur in wenigen Einzelfällen verlieh die Volksversammlung in einem komplizierten Verfahren das Bürgerrecht an Einzelpersonen. Grundsätzlich gab es jedoch für in Athen ansässige Fremde oder auch etwa für freigelassene Sklaven keine Möglichkeit, jemals Bürger Athens zu werden. Es ist bemerkenswert, dass das demokratische Athen in dieser Hinsicht restriktiver war als andere, weniger demokratische griechische Stadtstaaten, die auch Kindern aus Mischehen durchaus das Bürgerrecht zugestanden. Überhaupt ist natürlich daran zu erinnern, dass auch im demokratischen Athen längst nicht alle Bewohner an der politischen Macht Anteil hatten. Frauen verfügten ganz selbstverständlich weder aktiv noch passiv über politische Partizipationsrechte, auch wenn sie als Bürgerinnen galten. Ebenso hatten, wie angesprochen, Fremde, auch wenn sie über Generationen in Athen ansässig waren, keine politischen Rechte. Und dies galt natürlich auch für die Sklaven, die über keine Freiheitsrechte verfügten. Im 4. Jahrhundert verfügte Athen schätzungsweise über 30.000 männliche Bürger, die die vollen politischen Rechte genossen. Mit ihren Frauen und Kindern bildeten sie eine Bürgerbevölkerung von rund 100.000 Personen. Die Zahl der Fremden ohne Bürgerrecht ist kaum abzuschätzen, sie muss aber nicht unbedingt viel tiefer gelegen haben. Noch weniger wissen wir über die Zahl der Sklaven, aber sie dürfte zumindest zeitweise weit über 100.000 gelegen haben. Es war also auch in der athenischen Demokratie nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, die tatsächlich über alle politischen Rechte verfügten. Dies sind gewichtige Gründe, dem politischen System die Bezeichnung als Demokratie vielleicht auch gänzlich abzusprechen. Doch könnten wir dann auch an andere Systeme erinnern, die Frauen oder Fremden, wie die Schweiz bis heute, keine politischen Rechte zugestehen, die wir dennoch als demokratisch qualifizieren wollen. Sie alle nicht mehr als Demokratien zu bezeichnen, macht vermutlich wenig Sinn. Das politische System der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert war radikal direkt demokratisch und entspricht damit, wie bereits festgestellt, geradezu populistischen Idealvorstellungen. Einen Platz für Eliten, die politische Macht auf sich hätten konzentrieren können, scheint es in diesem System nicht gegeben zu haben. Bei näherem Hinsehen erweist sich dies jedoch als eine Illusion, die schon manche Zeitgenossen als solche entlarvt hatten. Auch die athenische Demokratie in ihrer radikalen Form war auf Personen angewiesen, die sich weit mehr als andere politisch engagierten. Auch hier braucht es Leute, die über die besonderen Kompetenzen, aber auch die verfügbare Zeit
verfügten, um politische Initiativen zu entwickeln und im Rat und in der Volksversammlung formal korrekte Gesetzes- und Entscheidungsanträge einzubringen. Diese Leute mussten über rednerische Fähigkeiten verfügen, aber auch das Ansehen haben, um in einer von mehreren tausend Bürgern besuchten Versammlung innerhalb von kurzer Zeit Mehrheiten generieren zu können. Einige wenige Amtsfunktionen, die nach wie vor durch Wahl besetzt wurden und für die kein Iterationsverbot bestand, boten auch institutionell die Möglichkeit, eine dauerhaft bedeutsame politische Stellung zu erlangen. Das viel zitierte Paradebeispiel eines solchen Politikers ist Perikles, der ab 462 die athenische Politik über 32 Jahre hinweg entscheidend prägte. Jahr um Jahr wurde Perikles in das Amt des Strategen gewählt. Insgesamt zählt man 22 Amtsjahre. Ein Amt, dessen Bedeutung auch im zivilen Bereich ständig zunahm. Perikles war kein Mann aus dem Volk. Er war der Spross derselben alten Adelsfamilie, der schon Kleisthenes entstammte. Perikles war, wenn wir seiner Charakterisierung bei Thukydides Glauben schenken, kein Populist. Thukydides hält fest, dass seine Stellung auf seinem Ansehen, seinem Sachverständnis und seiner Integrität beruhte. Er bändigte die Masse des Volkes, führte das Volk, ohne von ihm geführt zu werden, weil er nicht dem Volk zum Gefallen redete. Er scheute sich nicht, auch unpopuläre Ansichten zu vertreten, konnte das Volk aber in der Regel seiner Haltung überzeugen. Nach dem berühmten Diktum des Thukydides war Athen in der Zeit des Perikles nur dem Namen nach eine Demokratie, in Wirklichkeit aber die Herrschaft des ersten Mannes, eben Perikles. Das ist zweifellos überspitzt formuliert. Auch Perikles hatte sich politischen Konkurrenten zu stellen und andere herausragende Persönlichkeiten, in der Regel mit ähnlich edlen Vorfahren, ähnlich aristokratischem Hintergrund wie er selbst, rangen mit ihm, wenn auch überwiegend erfolglos, um die Zustimmung des Volkes für ihre Positionen, die sich auch ein Perikles stets von Neuem sichern musste. Der Tod des Perikles im Jahr 429 fiel zusammen mit dem Ausbruch des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta, der über fast drei Jahrzehnte andauerte. Er endete für Athen schließlich in einer schmerzlichen Niederlage. Die äußere Bedrohung und militärische Misserfolge belasteten auch das innenpolitische Gefüge. Die materielle Situation der Bevölkerung verschlechterte sich massiv und rapide. Während die Erfolge in den Perserkriegen die junge Demokratie gestärkt hatte, stellten die Misserfolge nun das politische System zunehmend in Frage. Damit öffnete sich das Feld für eine neue Form der Politik. In der aristotelischen Schrift über die Athenaion Politeia, die Verfassung der Athener wird Schrift genannt, wird die Situation folgendermaßen dargestellt. Solange nun Perikles das Oberhaupt des Volkes war, stand es mit dem Staat ziemlich gut. Aber nach seinem Tod wurde es viel schlimmer. Dann nämlich wählte das Volk zum ersten Mal einen Fürsprecher, der bei den besseren Leuten kein hohes Ansehen genoss. In den früheren Zeiten jedoch führten immer die besseren Leute das Volk. Die besseren Leute heißt hier selbstverständlich eben Aristokraten. Als Perikles gestorben war, war Nikias, der sein Ende in Sizilien fand, das Oberhaupt der Vornehmen, das des Volkes war Kleon, Sohn des Kleinetos, der nach allgemeiner Meinung vor allen anderen das Volk durch seine ungezügelten Emotionen verdarb. Er war auch der Erste, der auf der Rednertribüne schrie, schimpfte und in einem kurzgegürteten Mantel sprach, während die anderen in korrekter Haltung redete. Dann nach ihnen war Theramenes, Sohn des Hagnon, Führer der Gegenpartei und Kleophon, der Leiermacher, Führer des Volkes.
endlich von Kleophon an, übernahmen in ununterbrochener Reihenfolge diejenigen die Führung des Volkes, die vor allem ihre Unverfrorenheit hervorkehren und dem Volk nach dem Munde reden wollten, wobei sie tatsächlich nur ihren momentanen Erfolg im Auge hatten. Nach der Athenaen Politeia kam es in Athen demnach seit den 20er Jahren des 5. Jahrhunderts zu einer Polarisierung zwischen der vornehmen Oberschicht und dem Volk, die von den Führern des Volkes, den Demagogen, ausging. Der Prototyp eines solchen Demagogen ist nicht nur in der aristotelischen Schrift, sondern auch sonst Kleon. Schon die ganz knappe Schilderung in der Athenaen Politeia macht deutlich, dass sich Kleon nicht nur oder jedenfalls nicht primär durch ein neues politisches Programm auszeichnete, als vielmehr durch einen neuen Stil des öffentlichen Auftretens, das gezielt mit den ungeschriebenen Regeln der Politik brach. Auf der Rednertribüne in der Volksversammlung, wo ein gesetztes Auftreten erwartet wurde und wo persönliche Angriffe auf andere Politiker unüblich waren, schrie und schimpfte Kleon voll von unkontrollierter Impulsivität. Statt in der edlen Kleidung und Haltung, die man vom Redner gewohnt war, trat er in einem kurz gegürteten Kleid auf, wie man es bei der Arbeit in der Werkstatt oder auf dem Feld trug. Anders als noch Perikles gehörte Kleon tatsächlich nicht der vornehmen Elite an. Er war Eigentümer einer Gerberei, zwar bestimmt auch keineswegs arm und ungebildet, aber eben doch eher ein Mann aus dem Gewerbe, denn aus der Aristokratie. Vor allem außenpolitisch vertrat Kleon dabei kompromisslose Positionen, die die athenischen Interessen ganz ins Zentrum stellten. Und er trat für eine skrupellose Machtpolitik ein. Als 427 die Stadt Mytilene, die von Athen abgefallen war, wieder erobert worden war, plädierte Kleon für die Tötung bzw. Versklavung aller Bewohner der Stadt. Ebenso sollte später mit der Stadt Scione verfahren werden. Er agitierte scharf gegen jede Friedensbemühung mit Sparta. Und obwohl er militärisch unerfahren war, wurde er vom Volk zum Feldherrn gewählt und konnte ganz überraschend militärische Erfolge feiern. Seine innenpolitischen Bestrebungen zielten offen auf die Begünstigung der ärmeren Bevölkerungsschichten ab. So trat er für stärkere finanzielle Belastungen der reicheren Bürger ein und er erwirkte eine Vervielfachung der Tributzahlungen der militärischen Verbündeten. Zugleich wurden die Zahlungen an die athenischen Bürger für die politische Tätigkeit, etwa als Richter, erhöht. Bis er 422 in einer Schlacht fiel, blieb Kleon eine höchst umstrittene Gestalt, die bei seinen Freunden und vielleicht mehr noch bei seinen Gegnern tiefen Eindruck machte. Die Quellen, die über ihn berichten, begegnen ihm mit tiefer Verachtung. Sie vermitteln aber dennoch einen hervorragenden Eindruck davon, wie sich Kleon positionierte und wie er auftrat. Betrachten wir zunächst einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede Kleons, die der Historiker Thukydides überliefert bzw. ihm in den Mund legt. In der Rede plädiert Kleon, wie kurz angedeutet, für ein rücksichtsloses Vorgehen gegen Mytilene. Der Kontext ist hier jedoch weniger entscheidend als die Art, wie Kleon Zustimmung zu gewinnen versucht. Ich zitiere einen Ausschnitt. Und das Allerschlimmste ist, wenn wir nicht einsehen wollen, dass Einfachheit mit Disziplin weiterhilft als zügellose Schlauheit und dass die einfacheren Menschen im Vergleich zu den Gescheiteren generell ihren Staat besser regieren.
Denn die Gebildeten wollen immer nur klüger erscheinen, klüger selbst als die Gesetze und wollen bei allem, was zum Wohl der Gemeinschaft vorgebracht wird, ihre Überlegenheit zeigen. Und mit solchem Tun richten sie oft den Staat zugrunde. Die aber, die der eigenen Schlauheit misstrauen, die sich zufrieden geben, auch wenn sie nicht so schlau sind wie die Gesetze und auch nicht jede gute Rede gleich kritisch hinterfragen können, die fahren meistens gut. Würden wir heute einen Politiker so reden hören, vielleicht noch mit einem starken Akzent oder in Dialekt, würden wir kaum zögern, ihn als Populisten zu qualifizieren. Es erscheinen auch die für uns ganz gewohnten Motive. Der einfache Mann aus dem Volk, der fleißige Arbeiter und nicht der verkopfte Intellektuelle, weiß, wie man einen Staat leiten soll. Die Gebildeten und Gelehrten meinen, immer alles besser wissen zu müssen und haben an allem und jedem etwas auszusetzen. Der Mann aus dem Volk hingegen setzt sich bescheiden für das Wohl der Gemeinschaft ein. Wenn Kleon ein Hemd getragen hätte, hätte er die Ärmel bestimmt hochgekrempelt und sicherlich hätte er auch keine Krawatte getragen. Während der strenge Historiker Thukydides seine Verachtung für Kleon nicht zuletzt zwischen den Zeilen zum Ausdruck brachte, stellte sich ihm der Komödiendichter Aristophanes mit Hohn und Spott im Jahr 424 mit seinem Stück »Die Ritter« offen entgegen. Das gesamte Stück ist ein kaum verhüllter Angriff auf Kleon, der im Stück satirisch geradezu zerlegt wird. Die beißende Kritik des Aristophanes trifft aber auch den Politikbetrieb seiner Zeit insgesamt. Kleon wird in der Figur des Obersklaven Paphlagon karikiert. Mit List und Trug ist es diesem Obersklaven gelungen, seinen betagten und senilen Herrn zu verführen und zu lenken. Sein Herr ist der Herr Demos, die Personifikation des Volkes. Ein Orakel prophezeit nun, dass der skrupellose Volksverführer Paphlagon alias Kleon nur von einem noch schlimmeren Demagogen abgelöst werden könne. Die vornehmen Ritter machen sich nun auf die Suche nach geeigneten Kandidaten und sie werden fündig in einem ungebildeten Wurstverkäufer. Ihm gelingt es tatsächlich, den senilen Demos für sich zu gewinnen. Der Wurstverkäufer wird zum neuen Obersklaven gewählt und er leitet nun eine Reform oder besser eine Restauration ein. Der senile Demos wird mit magischen Kräften jung gekocht, so heißt es wörtlich, und er erscheint am Ende des Stückes in neuer Vitalität, politisch und ethisch erneuert. Christoph Riedweg hat bei einer Tagung hier in Zürich im Detail aufgezeigt, wie Aristophanes in seinem Stück geradezu den Phänotypen eines Populisten zeichnet. Ich kann an dieser Stelle nur einige wenige Punkte aufgreifen. Der Politiker neuen Schlags, nach dem die Ritter im Stück suchen, muss ein durch und durch durchtriebener, ja teuflischer Kerl sein. Er muss ein feines Gespür für die Bedürfnisse seines Volkes, seines Herrn Demos haben und ihnen jederzeit nachkommen. So spricht er etwa zu Demos: Geh baden, lieber Demos, du hast es verdient. Als Richterlohn hast du hier 3 Obolen. Komm, lass es dir gut gehen, iss und trink. Soll ich dir einen Imbiss bringen? Politische Gegner schaltet der Volksverführer trickreich aus. Moralische Verderbtheit und Unbildung schaden der Karriere nicht. Im Gegenteil, sie sind geradezu ideale Voraussetzungen für den Erfolg als Politiker. Politische Überzeugungen hingegen benötigt der Demagoge nicht. Allein ausschlaggebend ist das Streben, das haltlose Streben nach persönlicher Macht, ja Allmacht im Staat. Als Verkäufer, der auf dem Markt den Leuten seine Waren andreht,
verfügt der Wurstverkäufer über die idealen Voraussetzungen. Sein Programm ist, sich selbst dem Demos zu verkaufen. Dabei ist er rücksichtslos und unverschämt, kein geschliffener, aber ein manipulativer Redner. Er prahlt und gibt an, und wenn ihm andere auf die Schliche kommen, lenkt er die Aufmerksamkeit geschickt von sich ab. Dem Volk täuscht der Volksverführer sein unerschütterliches Wohlwollen vor. Und er ist der Einzige, der für seine Interessen kämpft, auch gegen Widerstände. Ich zitiere einen kurzen Dialog. Der Volksverführer sagt: Mein bester Demos, sieh, wie sie mich hier misshandeln. Deinetwegen prügeln mich die Schurken. Warum denn? Weil ich dich liebe, dich vergöttere. Längst liebe ich dich und möchte gerne es dir zeigen. Dem Demagogen ist dabei jedes Mittel recht. Er schmeichelt dem Volk, er gibt ihm Geld, das er von den Reichen nimmt. Er appelliert an das Ehrgefühl des Volkes und erinnert ihn an seine frühere Größe. Selbstverständlich schreckt der Volksverführer auch vor Lügen nicht zurück, ebenso wenig vor Stehlen. Wird er dabei ertappt, dann streitet er dies nicht ab, sondern vielmehr behauptet er, zum Wohle des Volkes habe ich gestohlen. Auch ohne dass ich dies hier nun ausführe, dürften Ihnen die Parallelen zum Verhalten und Gebaren heutiger Populisten und vielleicht vor allem eines heutigen Populisten nicht entgangen sein. Kleon alias Paphlagon ist ohne Zweifel ein Populist und zwar auch nach heutigen Kriterien. Mit Alleinvertretungsanspruch stellt er sich an die Spitze des Volkes und verspricht ihm, ihn aus den Fesseln derer, die nicht sein Bestes im Auge haben, zu befreien. Nur die Interessen des Volkes sind relevant, respektive des Führers des Volkes. Diesen Interessen ist nachzukommen, auch auf Kosten der Bessergestellten, der Reichen, der Elite. Aristophanes selbst, der Schreiber des Stücks, ist kein Populist. Sein Porträt des Volkes schmeichelt diesem so wenig wie den Populisten. Die politische Erneuerung, die Aristophanes fordert, kann nur in der Bürgerschaft selbst erfolgen. Das senile Volk muss zur Besinnung kommen, so Aristophanes, und jenseits des Theaters gibt es dafür kein magisches Mittel. Es spricht für das politische Selbstbewusstsein der Athener, dass sie Aristophanes trotz der beißenden Kritik auch am Demos selbst für sein Stück bei den Festspielen des Jahres 424 mit dem ersten Preis auszeichneten. Ein politischer Leitentscheid gegen den Populismus war dies freilich nicht. Auch in der Folgezeit prägten populistisch agierende Politiker das Geschehen in Athen, wie wir es eingehend in der Schrift des Aristoteles gelesen haben. Diese Politiker trugen dazu bei, das politische System in Athen vor dem Hintergrund der sich verschlechternden militärischen Lage weiter zu destabilisieren. Zunächst im Jahr 411 und erneut nach Kriegsende 404 wurde die Demokratie zugunsten eines oligarchischen Regimes weniger Aristokraten gestürzt. Diese Regimes waren jedoch von kurzer Dauer. Als man die Demokratie im Jahr 403 wieder einrichtete, werden jedoch Bestrebungen erkennbar, das demokratische System weiter zu optimieren. Interessanterweise zielte man aber nicht etwa darauf ab, das System effizienter zu machen, sondern eher darauf, es geradezu zu entschleunigen. Gesetzesänderungen sollten künftig nicht mehr zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch einfachen Entscheid der Volksversammlung erfolgen können, sondern nur in einem komplexen, mehrstufigen Verfahren. Bei herkömmlichen politischen Entscheidungen blieb nun auch die Volksversammlung an die bestehenden Gesetze gebunden. Als höher gestellte politische Normen standen diese Gesetze über dem einfachen Volksentscheid. Dadurch wurde dem Volk zwar keine Macht entzogen, aber die Entscheidungsfreiheit in der kurzen Frist beschnitten.
Man war offensichtlich zur Auffassung gelangt, dass sich das souveräne Volk Selbstbeschränkungen auferlegen muss. Der Hintergrund waren die Erfahrungen aus dem späten 5. Jahrhundert, die wir gesehen haben, in dem das Volk in emotional aufgeladener Stimmung, angestachelt von geschickt und rücksichtslos agierenden Demagogen, Entscheidungen traf, die man schon am nächsten Tag bereute und korrigieren wollte. Die momentanen Bedürfnisse einer Volksmehrheit sollten kritischen Fragen jedoch nicht ausschlaggebend sein dürfen. Die Demokratie, wie sie im 4. Jahrhundert dann schließlich ihre ausgebildete Form fand, war ein Erfolgsmodell, das in den folgenden Jahrhunderten, wenn auch häufig unter der Hegemonie eines Monarchen, zum dominierenden Staatsmodell in der gesamten griechischen Welt wurde. Wie im klassischen Athen beruhte auch in den meisten übrigen Stadtstaaten das politische Leben auf den demokratischen Institutionen des Rates, der Volksgerichte und der Volksversammlung, an denen alle Bürger ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer materiellen Voraussetzungen partizipieren. Dabei blieb stets Platz auch für populistische Formen der Politik. Und diese gewann vor allem dann an Bedeutung, wenn das System aufgrund äußerer Bedrohungen oder sozioökonomischer Ungleichheiten im Inneren destabilisiert war. Für den Niedergang der griechischen Demokratie im späten 2. und 1. Jahrhundert vor Christus sind, und das ist aus heutiger Sicht vielleicht beruhigend, nicht Populisten verantwortlich zu machen. Vielmehr, und das ist weniger beruhigend, waren es zunehmende ökonomische Ungleichheiten, mit denen das Ideal der politischen Gleichheit der Bürger irgendwann nicht mehr zu vereinbaren waren. Dies führte zur Herausbildung einer neuen aristokratischen Elite, gegen die auch Populisten nicht mehr ankommen konnten. Dies ist eine Entwicklung, über die man auch, aber nicht mehr an dieser Stelle, nachdenken könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, Herr Walser, für diesen sehr informativen, gehaltvollen Vortrag. Die Diskussion ist somit eröffnet mit dem Publikum. Fragen dürfen Sie stellen. Wir haben ein Mikrofon, das zirkuliert, während Sie sich die Fragen überlegen. Vielleicht beginne ich gleich mit einer. Könnten Sie noch etwas mehr sagen zur Theoriebildung in der Antike, also Platon zum Beispiel, der hat ja die Demokratie jedenfalls in einer bestimmten Interpretation vollständig abgelehnt. Er wollte nicht die Demokratie gegen den Populismus oder gegen die Demagogie schützen, sondern war der Meinung, dass sie insgesamt als Regime populistisch oder demagogisch ist. Gegen welche der Spielarten hier, die Sie aufgezeigt haben, richtete sich wohl eine so grundsätzliche Kritik an der Demokratie, dass Sie selber eine populistische Regierungsform ist? Das ist vielleicht am klarsten zu fassen bei Aristoteles, der ja dies geradezu eine Typologie unterschiedlicher Formen der Demokratie entwickelt. Und diese unterschiedlichen Formen auch unterschiedlich bewertet. Jene Form der Demokratie, die Aristoteles in aller Schärfe ablehnt, ist die, in der sich das Volk zum Tyrannen aufschwingt und die Gesetze nicht mehr achtet. Das ist also genau diese Demokratie, wie man wohl meinen kann, des späten 5. Jahrhunderts, wo eben dem demokratischen Volksentscheid, dem Entscheiden der Volksversammlung keinerlei Schranken gegeben waren. Die Demokratie des späteren 4. Jahrhunderts ist demgegenüber eine gemäßigte Reform, die auch ein Aristoteles als eine gemäßigte Reform anerkennen würde. Würde Aristoteles wahrscheinlich immer noch viel zu weit gehen, als Demokratie. Jedenfalls
in den Büchern, wo er diese Typologie entwickelt. Grundsätzlich ist es ja ein interessantes Phänomen, das wissen Sie mindestens so gut wie ich, vermutlich besser, dass die Griechen zwar die Demokratie erfunden haben, aber nur in Ansätzen eine Theorie, eine theoretische Fundierung der Demokratie entworfen haben. Jedenfalls eine theoretische Fundierung der Demokratie, die Demokratie als etwas Positives gewertet haben. Es gibt einen einzigen kurzen Abschnitt bei der Politik des Aristoteles, die berühmte Summationstheorie, wo er sagt, ja, das Volk in seiner Gesamtheit, auch wenn jeder Einzelne nicht besonders klug ist, in der Summe genommen ist das Volk immer schlauer als noch der schlauste Mann in der Stadt. Und deshalb soll auch das Volk als Gesamtheit eben die Entscheidungen treffen. Grundsätzlich überwiegend, natürlich Platon vor allem, aber eben auch Aristoteles in einer gemäßigteren Form, stehen der Demokratie sehr kritisch gegenüber. Und kritisiert werden natürlich eben genau diese Auswüchse der Demokratie, die Wankelmütigkeit des Volkes, das keine Linie verfolgt, das eben die eigenen Gesetze missachtet. Gut, hier ist eine Frage, ja. Herr Müller. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage zum Verhältnis von Philosophie und Politik. Ich möchte jetzt den Fokus auf Sokrates setzen. Er hat die Demokratie hat ein Stück weit mitgemacht, aber sich dann auch sehr distanziert, und er hat die Schuld vor allem der geschliffenen Rede der Demagogen gegeben. Und dahinter stand ja die Rhetorik der Sophisten, und Sokrates hat diese sehr angeklagt, also vor allem in seiner Apologie, aber es gibt auch Stellen bei Xophanes, die auch in diese Richtung gehen. Aber mich nimmt Wunder, wie beurteilen Sie dieses Verhältnis überhaupt der Sophisten zur Entwicklung der Politik und dann diese Kritik des Sokrates? Ich meine, diese Kritik des Sokrates könnte auch heute etwas Relevantes sein zur Frage, was machen wir mit den Populisten? Also sind sie nur anzugreifen, weil sie so rhetorisch und verführerisch und versprechend reden? Oder, das wäre mein neuer Gedanke, wäre nicht auch das bei uns das Volk mehr anzusprechen durch politische Bildung, nämlich das, was Sokrates auf der Straße in ganz kleiner Form gemacht hat und gesagt, Leute, lernt selber zu denken, dann fällt er nicht mehr auf diese Demagogen hinein. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie bereits ausgeführt haben, Sokrates Kritik richtet sich und zunächst gegen die Sophisten, also jene, soll man sie charakterisieren, jene Lehrer einer sehr praxisorientierten Philosophie, auch der Rhetorik, die eben diese rhetorischen Fähigkeiten vermittelten, die natürlich auch diesen Demagogen jene Fähigkeiten vermittelten, die sie brauchten, um eben überzeugend auftreten zu können. Ein Hauptkritikpunkt an den Sophisten, gerade aus dieser Richtung, ist eben häufig, dass sie selbst absolut prinzipienlos sind. Eben ein Sophist kann einmal für etwas, für eine Sache argumentieren, ein andermal dagegen. Das ist auf Prinzipien kommt es ihm nicht an. Es ist allein der instrumentale Einsatz eben der Fähigkeiten. Und das ist eben sicherlich eine Kritik, die auch auf diese Populisten, diese Demagogen eben des
insbesondere späten 5. Jahrhunderts, aber auch im 4. Jahrhundert gibt es die weiterhin, zutrifft, dass sie eben über Fähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglichen, das Volk von Dingen zu überzeugen, die für das Volk nicht gut sind, eben nach Auffassung der Kritiker. Und da ist dann der Ansatzpunkt natürlich eben der, dass das Volk muss selber wieder ein politisches Bewusstsein gewinnen, muss zur Besinnung kommen. Das ist das Rezept, das Aristophanes in den Rittern darlegt, aber es ist natürlich auch die sokratische Konzeption. Also eine neue ethische Begründung des politischen Handelns, die eben als Notwendigkeit erscheint. Und das würde bedeuten, dass es eine, also die begriffliche Unterscheidung zwischen Demagogie und Populismus wäre, Demagogie ist eine rein positionale Ideologie, man redet einfach dem Volk nach dem Mund, um die meisten Stimmen zu bekommen. Die Inhalte spielen keine Rolle. Gegen Populismus, da gibt es die True Believers, also da gibt es eine bestimmte Vorstellung der Reinheit und Homogenität des Volkes. Das habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie diese Unterscheidung machen. Ja, ich habe etwas Mühe mit der Unterscheidung zwischen Demagogie und Populismus. Die Unterscheidung wird teilweise in der Theorie getroffen, eben, dass man sagt, Demagoge ist einfach der aus dem Volk nach dem Mund redet. Der Populist hat zumindest irgendwie noch Überzeugungen oder weckt Überzeugungen. Kann mit der Unterscheidung nicht so viel anfangen, weil es im griechischen Begriff des Demagogos nicht angelegt ist. Der griechische Begriff Demagogos, was einfach Volksführer heißt, ist zunächst einmal neutral formuliert. Ein neutraler Begriff, der so positiv wie auch negativ verwendet werden kann, dann aber im Laufe der Kritik eben im 4. Jahrhundert zunehmend diese negative Färbung erhält, die wir dann auch in der aristotelischen Schrift fassen. Man kann diese Unterscheidung dann so treffen. Ich weiß nicht, ob sie sehr viel weiterhilft, weil wir dann immer wissen müssten, glaubt jetzt der Populist an das, was er sagt, oder glaubt er nicht daran, dann wäre er ein Demagoge, und das können wir wahrscheinlich nicht immer genau. Also im Titel der Ringvorlesung ist es eher synonym zu verstehen, oder überlappend. Ja. Überlappend. Christoph Riedweg. Also wir wollten natürlich einfach das ganze Panorama mit abdecken, rein von der Begrifflichkeit her. Ich persönlich habe den Eindruck, das ist wirklich kaum zu unterscheiden, denn gerade ein Kleon, so wie er bei Aristophanes in den Rittern gezeigt wird, der versucht das Volk dann schon auch mit Inhalten zu kaufen, eben dieses MAGA sozusagen, Make Athens Great Again, beziehungsweise ihr habt den Anspruch der Herrschaft über das ganze Umfeld, eben dieser attisch-delische Seebund, auch so etwas wie eine NATO, wie Christian Marek ja schon mal gesagt hat, und so, man kann man so vergleichen, aber jedenfalls mit starken imperialistischen Ansprüchen, und das wird dem Volk auch wieder in Aussicht gestellt und entsprechend natürlich viel Geld, das dann da auch reinkommt, mit dem man dann leben kann. Aber ich wollte eigentlich etwas eher auch zu Ihnen zusätzlich noch sagen, also zu diesen Sophisten, ich glaube, das ist sehr wichtig, was Sie gesagt haben, denn eben, wenn man auch an Platons Gorgias denkt, da ist ja diese große Frage, wie geht man mit Rhetorik um, und dass Rhetorik ein super potentes Instrument eben der emotionalen Steuerung und Manipulation ist, das haben die Sophisten entdeckt. Ich pflege ein bisschen vielleicht zu sehr aktualisieren zu sagen, die Sophisten waren sozusagen die McKinsey-Fritzen dieser Zeit und die Politik-Kommunikationsberater. Also die haben ihre Dienste angeboten, um der Jeune Story von Athen zum Erfolg zu verhelfen, eben in der Volksversammlung vor den Gerichten sich durchzusetzen. Und sie haben das dem Bestzahlenden gemacht. Also ich meine, das ist heute nicht anders. Die Cambridge Analytica und so weiter, die bieten das dem Bestzahlenden an, diese Services. Auch bei den Social Media, wo man eben auch entsprechend die Emotionen steuern kann und die Leute in die Richtung beeinflussen. Und da kommt tatsächlich der sokratische Widerspruch, der eben sagt, es braucht doch eine gewisse inhaltliche Orientierung. Es geht um Gerechtigkeit, ohne dass wir genau wissen, was diese Gerechtigkeit ist. Nach der müssen wir suchen, nach der müssen wir streben.
reden. Da müssen wir viel eben auch geistiges Arbeiten machen, um überhaupt dazu zu kommen. Aber ich finde eben die Parallelen schlagend zu unserer heutigen Situation. Die Sophisten haben auch diese Art der Postmoderne in ihrer Epistemologie, ich meine, das ist der Homo Mensura-Satz, ist krass postmodern. Und das lotet ja dann Platon auch in allen Richtungen, etwa im Theätet eben aus. Und das erklärt die Situation in dieser Zeit und eben auch die frappierenden Parallelen zur heutigen Situation. Eine postmoderne Wahrheitstheorie hatten Sie, ja. Weitere Fragen? Ja, Frau Kolb. Ich erinnere dann gerne daran, dass auch Studierende Fragen stellen. Viktor, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Überblick der Entwicklung, der einem immer noch mal eindrücklich zeigt, was wichtige Faktoren sind. Und ich würde dich gerne noch mal fragen, wie deine Meinung oder Beurteilungen zu den außenpolitischen Faktoren und deren Einfluss eben auf die Innenpolitik ist. Du hast es ja in verschiedenen Stadien angesprochen, aber jetzt für meine Begriffe nicht so stark bewertet, aber vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen. Man könnte das tatsächlich noch wesentlich stärker betonen, insbesondere eben auch da, wo ich es nicht getan habe, wenn wir auf das 5. Jahrhundert blicken. Man hat mit einer gewissen mit gewissem Recht gesagt, dass die athenische Demokratie im 5. Jahrhundert, also diese blühende Demokratie des 5. Jahrhunderts, dass die nicht zuletzt erkauft war durch die Unterdrückung der verbündeten Bundesgenossen im Delisch-Attischen Seebund. Tatsächlich ist es so, dass sich Athen diese ganzen Aufwendungen, die Bezahlung für die politische Tätigkeit, Richtersold, Beamtensold, Besoldung für den Besuch der Volksversammlung, vermutlich nur deshalb leisten konnte, weil sie von ihren Verbündeten, die de facto Untertanen waren, hohe Beiträge einforderten. Und diese Einnahmen von den Verbündeten umverteilten an das eigene Volk. Und eben in dem Moment, dann im Peloponnesischen Krieg, wo diese Einkünfte nur noch schwerer fließen, wo diese knapper werden, öffnet sich dann eben auch wieder ein Feld dann für Populisten wie Kleon, wo man dann eben fordert, ja, es muss doch wieder mehr Geld an die Bürger fließen. Da spielt sicher eben die Außenpolitik. Die Außenpolitik eine entscheidende Rolle. Was auch in verschiedenen Phasen immer wieder reinspielt, ist das Verhältnis beispielsweise zu Sparta. Eben, das sehen wir mit dem Sturz der Tyrannen, der durch ein spartanisches Heer erwirkt wird. Dann eben die Krise der Demokratie, die beiden Umsturzversuche am Ende des 5. Jahrhunderts, die auch einfach auf den Konflikt mit Sparta zurückzuführen sind, die 30 Tyrannen, die nach Ende des Krieges für 8 Monate die Herrschaft in Athen übernahmen, waren ein Regime, das von Sparta gestützt wurde. Und umgekehrt hat man dann natürlich gerade auch in Gegenreaktion zu Sparta, das eben als undemokratisch, als oligarchisch, aristokratisch galt, sich auch wieder sehr schnell eben auf die eigene demokratische Geschichte besonnen und dieses Regime eben das demokratische Regime wieder eingerichtet. Das ist dann ein dauerndes Hin und Her, wo eben die außenpolitischen Faktoren immer wieder reinspielen, aber eben auch der Erfolg, den Athen in der Außenpolitik daneben hat oder nicht hat, zurückwirkt auf die Stabilität des Systems. Also da kann man sicherlich eben sehr viele Faktoren festhalten. Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage.
Wie haben Sie denn geändert damals? Sind Sie gescheitert? Wurden Sie gestürzt? Haben Sie den Staat ins Chaos getrieben? Oder wie kam das Volk wieder zu einer besseren Einsicht zurück und hat gesagt, nein, das wollen wir nun doch nicht? Oder was ist eigentlich dann, als vielleicht als Lehre für heute? Im Falle von Kleon kann man sagen, Kleon ist im Krieg gegen Sparta gefallen. Da wäre die Lehre für heute, dass diejenigen, die Krieg treiben, auch selber in den Krieg ziehen sollen. Es wäre vielleicht nicht die schlechteste Lehre. Also das Problem, der Fall Kleon, hat sich in dem Sinne selber gelöst. Tatsächlich eben ist es jedenfalls im späten 5. Jahrhundert zu dieser Besinnung zunächst nicht gekommen. Also es kam zu diesen, die Situation hat sich weiterhin verschlechtert, es kam zu oligarchischen Umstürzen, es kam eben zu dieser Herrschaft der 30, also wirklich zum Sturz der Demokratie, zu einem Zusammenbruch des Systems. Nur kurzzeitig. Inwieweit da jetzt die Populisten, diese Demagogen dafür verantwortlich zu machen sind oder inwieweit es einfach der Druck von außen, die Verzweiflung über die Niederlage im Krieg war, kann man sehr schwer abschätzen. Was man aber schon feststellen kann, ist, dass man nach Ende des Krieges, als man die Demokratie wieder einrichtete, dass da ein Bewusstsein vorhanden war, dass man diesen Populismus irgendwie bändigen muss. Also, dass sich das Volk Schranken auferlegen muss, dass das Volk selber Vorkehrungen treffen muss, damit es nicht so leicht verführbar ist. Natürlich gibt es nach wie vor eben die Möglichkeiten, dem Volk alles Mögliche zu versprechen, aber der Spielraum für rein emotionale Entscheidungen aus dem Moment heraus, von einem Moment auf den anderen, der wird eingeschränkt. Dadurch, dass man eben so etwas, die Gesetze auf eine höhere Stufe setzt, quasi eine Verfassung schafft, die das Volk selber eben auch beachten muss. Das war ein Versuch, mit diesen Entwicklungen umzugehen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Wie wir gehört haben, auch von Studierenden willkommen. Ah, Herr Dekan. Also vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen, sehr prägnant. Ich bin selber Sozialwissenschaftler und ich habe mich... Sozialwissenschaftler beschäftigen sich mit Phänomenen, die in der Jetztzeit spielen oder vielleicht 10, 20, 50 Jahre zurückliegen maximal. Und du hast jetzt, oder die ganze Ringvorlesung tut das ja auch, einen sehr interessanten Bogen gespannt zwischen Phänomenen, die 2.500 Jahre auseinanderliegen, also Trump versus Kleon. Ich habe mich jetzt gefragt, kann man davon ausgehen, dass Populismus damals wie heute im Prinzip gleich funktioniert, nach denselben Regelmäßigkeiten, nach denselben psychologischen Prinzipien, könnte man also hinarbeiten auf eine zeitlich immer gültige oder in diesem Zeitrahmen jedenfalls immer gültige Theorie des Populismus oder gibt es doch qualitative Unterschiede zwischen heutigem und damaligem Populismus? Ich glaube, was man zunächst natürlich einfach sieht, sind diese schon in manchem frappierenden Parallelen, diese schlagenden Gemeinsamkeiten. Wenn Sie sehen, wie ein Kleon in diesem Stück Die Ritter dargestellt wird, dann haben Sie teilweise wirklich den Eindruck, man müsste nur den Namen Trump einsetzen und das würde alles funktionieren. Das ist sicherlich schlagend. Ob das nun bedeutet, dass Populismus in der Antike, wenn man ihn
wenn man das so nennen will, dasselbe ist oder auch nur eng vergleichbar ist mit oder die nach denselben Mechanismen funktioniert wie Populismus heute. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein und dann müsste man eben auch noch viel stärker die Unterschiede herausarbeiten. Die Unterschiede fangen an bei den Größenverhältnissen. Ich meine, Athen war groß nach antiken Verhältnissen, ist aber eine mittelgroße Stadt nach heutigen Verhältnissen, kein Staat, kein Land. Ein ganz entscheidender Faktor, das wissen wir alle beim Populismus heute, sind die Medien. Die Art, wie Populismus eben über die Medien funktioniert, wie der Populist die Populistin seine Botschaft verbreiten kann, wie diese aber auch verarbeitet wird. Also welche Rolle spielten die Medien beim Aufstieg Trumps beispielsweise? Inwieweit ist Trump selber schuld? Inwieweit hat er einfach nur Glück gehabt, dass man ihn so unterhaltsam fand? Also das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen müsste. Was der Vergleich aber vielleicht eben doch zeigt, ist, welche Faktoren, die man vielleicht für ausschlaggebend hält, gar nicht so wichtig sind. Also eben die Frage der repräsentativen Demokratie, dass es ein Parlament gibt, beispielsweise. Da lehrt meines Erachtens das athenische Beispiel, dass das nicht ausschlaggebend ist. Denn Eliten gibt es auch jenseits eines Parlamentes. Eine Elite, gegen die man sich wenden kann. Man kann auf die Intellektuellen schimpfen, auf die da oben. Es gibt immer sozial anders gestellte Gruppen, gegen die man sich wenden kann. Also da würde ich sagen, da zeigt das antike Beispiel, einfach ganz schlagend, dass das kein ausschlaggebendes Moment ist. Und ich glaube, so müsste man vorgehen im Vergleich, wenn man herausarbeiten möchte, was ist das Spezifische am modernen Populismus, was ist das Spezifische am antiken Populismus und wo decken sich die Phänomene tatsächlich. Ich glaube, es gibt große Deckungsflächen, aber natürlich nicht vollständig. Danke, ja. Nachfrage? Darf ich vielleicht, weil das so ein Herzensanliegen von mir ist, diese Frage, die du ja stellst, auch noch zusätzlich, ich finde alles, was du gesagt hast, Victor, würde ich auch so unterschreiben. Wo ich noch einen Akzent einfach setzen würde, und das ist halt, wie ich immer wieder sage, ist auch meine Lebenserfahrung, nachdem ich mich schon 40 Jahren mit diesen Dingen der Antike beschäftige, die Konstanz im Menschlichen ist erstaunlich stark. Also es gibt irgendwie doch so etwas wie einfach anthropologische Konstanten. Und dann verändert sich im soziologischen Bereich natürlich sehr viel. Es gibt eben Faktoren wie eben Social Media, selbstverständlich hat es nicht gegeben. Aber das ist mir jetzt auch aufgefallen bei der Arbeit an diesem Kleon in den Rittern. Dafür gibt es andere Dinge, die wir heute so nicht mehr kennen, die aber vermutlich aus meiner Sicht zumindest eine sehr ähnliche Funktion hatten im soziologischen Bereich. Und das sind die Orakel. Es spielen in den Rittern des Aristophanes die Orakel eine zentrale Rolle. Man muss an das Orakelbuch dieses Demagogen kommen, damit man ihn überhaupt überwinden kann. In diesem Orakelbuch steht drin, es braucht einen noch schlimmeren, damit man den los wird. Und eben wie sie den auch finden werden, dann finden sie diesen Wurstverkäufer. Und die faken solche Orakel noch und noch. Also wie gesagt, die Orakel kennen wir heute so nicht mehr, aber wir kennen eben etwas ganz anderes, das vielleicht sehr ähnliche Funktionen hat. Und
insofern sind dann sozusagen die Psychotechniken eben auch dieser emotionalen Beurteilung, und da waren die Sophisten sozusagen die ersten, die das wissenschaftlich betrieben haben. Also wie errege ich Zorn in den Leuten? Also wie produziere ich Wutbürger? Das ist das Geschäft der Sophisten gewesen. Gleichzeitig auch, wie erzeuge ich Mitleid? Ich bin jetzt gerade ein Wutbürger. Das kann ich mir vorstellen. In der Mensch. Und jeder Mensch ist anders. Ja, ja, das ist sicher so. Und die Welt so, ja, ist heute größer. Entschuldigung, ich gebe Ihnen das Mikrofon. Oh, nein, nein, ist nicht nötig. Die Technik macht uns auch kaputt. Das Mikrofon stört mich eigentlich. Als Wutbürger werde ich ja aggressiv und eben wütend. Und dann werde ich laut und vielleicht brutal. Und das Mikrofon und all diese Ruhe, die alle da so gut zuhören, das war total interessant. Aber eben, es braucht Wutbürger, die sich selber noch kontrollieren können. Aber wir werden ja immer aufgehalten. Wehe, du machst Krawall irgendwo. Die Polizei ist gerade da, Gesetze sind da. Alles wird dann auf. Wenn ich dieses Wort mal aufgreifen darf, wir müssen ja aufpassen, irgendwie nicht den Pfad der Wissenschaft zu verlassen und quasi einen ununterscheidbaren Populismusbegriff zu bekommen. Also so wie ich das verstehe, ist Kritik an Eliten eigentlich das gehört ja zur Demokratie. Und alle, die Elitekritik machen und das vielleicht auch etwas gehässig, gleich als Populisten abzustrafen, die jetzt aus der Demokratie wieder möglichst ausgegliedert werden sollten, ist ja eigentlich problematisch, oder? Also wir brauchen vielleicht eine schärfere Theorie dessen, welche Art der Beschimpfung und des Umgangs mit Eliten ist denn eigentlich jetzt populistisch und zu unterscheiden von gut demokratisch, wenn es so etwas gibt, weil Kritik an Eliten, das gehört zur Demokratie, davon lebt sie ja. Also das ist sicher eine der großen Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Begriff des Populismus. Wir müssen eben sicherlich auch aufpassen, das wurde auch mehrmals gesagt, dass wir nicht einfach eine Politik als populistisch bezeichnen, wenn sie zwar demokratisch ist, uns aber die Ergebnisse nicht gefallen. Diese Gefahr besteht, und das sicherlich auch eben angelegt in dieser Kritik der NZZ, eben, dass Populist zu einem Schimpfwort geworden ist. Muss es denn überhaupt ein Schimpfwort sein? Was beispielsweise Jan-Werner Müller eben stark betont, ist eben, dass diese Elitekritik, die dem Populismus sicherlich inhärent ist, dass sie verbunden wird durch eine Verabsolutierung des Volkes als eine politische Größe und dass sie grundsätzlich antipluralistisch ist. Es läuft auf eine Polarisierung hinaus von die Elite und das Volk. Und weder ist die Elite eine derart einheitliche Größe, wie der Populismus diskursiv behauptet, noch und natürlich noch in viel stärkerem Maße ist das Volk irgendwie eine einheitliche Größe, die einen direkt artikulierbaren Willen hätte. Also man kann das über politische Verfahren zum Ausdruck bringen, einen Willen des Volkes, aber man kann den wahrscheinlich nicht über irgendwelche magischen Verfahren eben artikulieren, wie es eben der Populist in Anspruch nimmt. Ich glaube, da besteht die Gefahr. Aber es gibt natürlich eben auch durchaus diese Auffassungen, und sowohl links wie auch rechts, oder vielleicht besser rechts wie auch links, dass eben der Populismus sehr, sehr wohl etwas Legitimes ist und sogar ein notwendiges Korrektiv jeder Demokratie ist.
dass es eben immer wieder die Kritik an den Eliten braucht, wie Sie es angesprochen haben. Eine Kritik, die, wie Sie es angesprochen haben, eben auch häufig zornig sein muss, die niemand gerne hört, die auch Widerstände weckt auf beiden Seiten. Die Art und Weise, wie das dann geschieht, eben insbesondere mit der Konstruktion des Volkes, das ist dann wohl eben die entscheidende Frage. Mein Eindruck, den ich inzwischen gewonnen habe, auch in der Auseinandersetzung mit der Theorie, ist die Frage, ob Populismus als etwas Positives gewertet wird oder als etwas Negatives gewertet wird, hat meines Erachtens weniger mit dem Populismus selber zu tun, als mit der Beurteilung der aktuell herrschenden politischen Verhältnisse. Dort, wo jemand grundsätzlich das existierende System als funktionierend und als etwas gut Funktionierendes einschätzt, der stellt sich gegen den Populismus. Dort, wo die Auffassung vertreten wird, dass am System, so wie es eben jetzt ist, sei es aufgrund von ökonomischen Ungleichheiten, von anderen strukturellen Faktoren, dass das alles im Argen liegt, da wird natürlich auch der Populismus dann als etwas Positives eingeschätzt. Eine Frage hier, ja? Also das Aufkommen des Populismus, ist es nicht im Grunde genommen die Negation einer Streitkultur? Weil man spricht über Populismus und nicht Populismus. Aber was fehlt? Ich meine, wenn dem sogenannten Volk etwas nicht passt. Das heißt, dass die Elite sofort ein Feind ist, Lieder zu Metzeln ist und so. Ich finde, was fehlt, ist das Ertragen von Schülern. Im Endeffekt zu einer Lösung zu kommen. Populismus ist definiert in Lösung. Kommt man nicht zu einer gemeinsamen Lösung. Deshalb muss man verlieren oder gewinnen. Aber man geht nicht weiter. Und ich weiß nicht, wo das irgendwann im Krieg gemeinsam löst. Ich glaube, das ist ein politischer Appell, den ich nur unterstützen kann. Aber da kann ich sonst. Entschuldigung, das Mikrofon ist hinten. Studierende, die jetzt an die Reihe kommt. Wo ist das Mikrofon? Ja, da, das Mikrofon ist hier. Ja, gerade einen Abendschluss. Ah, Entschuldigung, dann ist es wieder am zunächst aber noch ein ganz. Noch eine Seite, eine Frage von Studenten. Ich habe Ihnen meines weggekriegt. Du doch einfach nicht retten. Das kann ich nicht. Damit jetzt hier eine Streitkultur rauskommt. Zunächst erwartet der Herr hinten. Ja. Also, Sie haben erwähnt, es gibt einen Zusammenhang. Es gäbe einen Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Ungleichheiten und Populismus in der Antike. Lässt sich das belegen? Ja, das lässt sich, ließe sich belegen. Es ist relativ schwierig. Vor allem wird das fassbar eben in der hellenistischen Zeit, wo wir eine sehr viel komplexere Quellenlage haben. Was wir dort aber eben sehen, ist, dass soziale Konflikte häufig, oder ich meine, das ist keine sehr überraschende Erkenntnis, dass soziale Konflikte eben häufig ausbrechen entlang von wirtschaftlichen Bruchlinien innerhalb der Gesellschaft. Und es lässt sich schon an einigen Punkten eben festmachen, dass dass die Unzufriedenheit, die dadurch hervorgerufen wird, die eben dann auch aufgegriffen wird von Politikern, dass die artikuliert wird in einer Kritik eben an den reichen Schichten der Bevölkerung. Das kann man, wenn man will, als vielleicht als linken Populismus bezeichnen, bis zu einem gewissen Grade, wenn man die moderne Terminologie aufgreifen will. Aber es sind natürlich zunächst einmal einfach soziale Konflikte, die sich an
an sozioökonomischen Ungleichheiten entzünden, wenn es viele gibt. Hier noch anschließend, muss man nicht vielleicht auch den Begriff der Interessen oder der Interessengruppen einbringen? Alle Menschen haben doch Interessen und diese gruppieren sich. Und wie bringt man die Interessen durch? Einerseits, indem man diskutiert miteinander und sich überzeugt auf einer Diskussionsebene, oder wenn man das eben nicht schafft, indem man Verbündete sucht. Und wenn man in einer Stellung ist, wo man gegenüber seinen Gleichgestellten nicht weiterkommt, sucht man Verbündete, denen man dann verspricht. Und dadurch muss man populistisch werden. Dadurch muss man Feindbilder schaffen. Elite heute ist ja ein Feindbild geworden. Also hier geht es doch darum, wer kann mit welchen Mitteln seine Interessen am besten durchsetzen. Die Frage geht an Sie. Schon ich auch eine Antwort geben möchte. Wiederum, ich kann keine politischen Empfehlungen geben. Was ich denke, was eben den Populismus auszeichnet, jedenfalls so, wie man ihn modern zu theoretisieren versucht hat, ist, dass er eben nicht allein danach strebt, die eigenen Interessen oder das, was als die Interessen des Volkes bezeichnet und als solche identifiziert werden, gegen andere Interessen durchzusetzen, sondern dass diese Interessen, die der Populist vertritt, als die einzig legitimen Interessen betrachtet werden. Die eigenen, also die eigenen, die natürlich eben nach Auffassung, nach Überzeugung des Populisten immer die Interessen des Volkes sind. Die decken sich ja eben zu 100%. Und allein diese Interessen sind die legitimen Interessen. Und auf dieser Basis haben sie natürlich keine Grundlage für eine Konsensfindung. Da kann es wirklich nur darum gehen, diese ihre Interessen durchzusetzen. Das sind wir auch beim Votum von vorhin. Und wenn nur ihre Interessen legitime Interessen sind, dann können sie natürlich auch das Ergebnis eines politischen Prozesses nicht akzeptieren, indem sich ihre Interessen eben nicht durchsetzen. Und dann muss der Schluss sein, dann ist das politische System verfehlt. Und dann muss man dagegen vorgehen. Ich glaube, da zeigt sich dann eben auch die Gefährlichkeit eines Populismus, der eben die Interessen des Volkes als zum absoluten Maßstab erhebt. Hier ist noch eine Frage. Ja, ich frage mich, Viktor, und frage dich, ob ein Teil unserer Schwierigkeiten für eine Wertung des Populismus, besonders auf eine solche Breite, nicht damit zu tun haben kann, dass der Populismus weniger eine politische Ideologie ist, an spezifische Ziele verbunden, als eine politische Methode, die viele verschiedene Ziele verfolgen kann. Wärst du damit einverstanden? Das würde ich auch unterstützen, diese Sicht, dass es wird ja in der Theorie von Cass Müde oder ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Er spricht von einer Thin Ideology. Das ist eine sehr dünne Ideologie, die sich eben reduzieren lässt auf sehr simple Konstellationen, eben diese Volkszentriertheit, diesen Elitenantagonismus. Die Gefahr besteht, wenn man es so weit reduziert, dass man dann eben nirgendwo mehr ist, dass dann eben plötzlich alles irgendwie zum Populismus wird. Die Frage ist eben, und das, was du ansprichst, ob man eben nicht stärker noch die Methoden, vielleicht auch den Stil betonen muss. Denn es ist ja zweifellos so, wenn wir jemanden
jemanden als Populisten bezeichnen. Da natürlich vor allem auch, weil er eben in einer bestimmten Art und Weise auftritt. Wenn ich hier jetzt mein Jackett ausziehe, die Ärmel hochkremple, Krawatte ausziehe und plötzlich anfange zu poltern, dann wirke ich wie ein Populist und werde ich als Populist erkennbar. Unabhängig davon, was ich eigentlich dann sage. Das ist nicht ideologisch Populismus, es gibt Rechtspopulismus, es gibt Linkspopulismus. Der Populismus kann in einen unterschiedlichen Bereich des Spektrums fallen. Aber auch eins ist gemeinsam, alle Populisten, sie gehen auch vor der Realität der Gesellschaft. Ich meine, rechts, links, aber ein Bild einer Einheitsgesellschaft haben alle. Und es geht dann nur darum, wie verteilen, was zu verteilen ist, für dieses Bild der homogenen Gesellschaft. Ob es jetzt rechts oder links. Ja, das gilt ja, ich weiß nicht, ob es für den Linkspopulismus gilt, jedenfalls so, wie er jetzt artikuliert wird. Der Linkspopulismus, wie er beispielsweise von Chantal Mouffe vertreten und propagiert wird, setzt sich ausdrücklich zum Ziel, eben Bevölkerungsgruppen in das Volksganze einzubinden, die bislang ausgeschlossen sind. Also sie versteht unter einem linken Populismus eben auch jenen politische Mitbestimmungsrechte zu geben, die sie bislang nicht haben. Während der rechte Populismus vielleicht eher darauf abzielt, Leuten, die die Rechte schon haben, auszuschließen oder auszugrenzen. Aber in beiden Fällen ist es eine inhaltliche Position und keine reine Methode. Ja, es ist dann natürlich mit Inhalten verbunden, aber es geht um die Frage, wer konstituiert das Volk, auf das man sich dann eben als souveräne Größe beziehen kann. Ich kenne nicht die Person, die Sie zitiert haben, aber wenn ich sagen würde, alle, die hier leben, dürfen wählen, wäre es das eine Position, die sich alle einbeziehen. Das heißt, mein Volk wäre hier lebt. Die anderen werden, wer geboren ist oder irgendwie eine Abstammung nachweist. Aber so oder so, ich habe ein einheitliches Bild. Auf der einen Seite sage ich, für mich sind die Guten nur jene, die diese Mutter, Vater, ja? Und das andere, wer hier ist, sich hier integriert und ich gebe ihm die Möglichkeit, ein Volk ist hier. Und das ist meine Welt. Hier ist, gehört er nicht zum Volk. Ja, ich fühle mich hier jetzt auch nicht berufen, dazu links- oder rechtspopulistische Positionen zu vertreten. Nur ich glaube nicht, dass das die Vorstellung ist, die eben beispielsweise Mouffe vertritt. In dem Moment, wo Sie eben sagen, die Bevölkerung so, wie sie jetzt ist, ist noch nicht divers genug, sondern wir müssen eben auch jenen Gruppen eine Stimme geben, die sich bislang nicht artikulieren konnten. Minderheiten müssen eine Stimme erhalten. Natürlich ist das dann irgendwie immer noch das Volk als Größe, aber es ist keine geschlossene Einheit, wie sie sich vielleicht der Rechtspopulist gerne wünscht. Das Volk, das ein Wille hat, eine Stimme hat und eine Stimme, die dann durch die eine Person sprechen kann. Ich glaube, dahin würde ich gehen. Ich glaube, die Frage wird uns sicher während der Ringvorlesung noch beschäftigen. Das ist in dem Fall ja eigentlich eine definitorische Frage. Dann hat Chantal Mouffe einfach einen ganz anderen Populismusbegriff, mit dem man auch arbeiten kann. Ich möchte Sie jetzt zum Schluss noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, dieser Ringvorlesung am 3. März. Vom Aufstieg zum Niedergang der Demokratie? Fragezeichen. Vortrag wird gehalten von Professor Dr. Daniel Kübler vom Institut für Politikwissenschaft. Und damit ist der heutige Abend geschlossen. Vielen Dank, Herr Walser, für Ihren guten Tag.